Und da ist das kleine Wesen in den Ruinen. Miez, miez. Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Ja, das ist die schöne Shalqua, unsere erste Händlerin, wobei die besondere Sachen verkauft. Also ähnlich wie wie hieß er? Dormhall of Sina, der Händler, den man in Dark Souls 1 unten in den Kanalisation getroffen hat, der dann zum Feuerbandschrein unter die Brücke umgezogen ist. Der einem danach ja Bossrüstungen verkauft hat, hat sie hier besondere Sachen, also erstmal ein paar besondere Ringe, die wir uns alle noch nicht leisten können, von denen jedoch hauptsächlich der Silberkatzenring und der Ring des Geflüsters wichtig sind und Nutzgegenstände, ein paar Heimkehrknochen, ein paar Prismasteine, Köder, Schädel und Leuttalismane, die allerdings auch mehr für PvP sind. Also nichts Besonderes, sie ist halt einfach nur eine Ringhändlerin. Sonst hat sie nichts, was nützlich wäre. Was wir bei ihr machen können, wäre der Eid widerrufen. Sowas wie wir bei... wie hieß er? Mann, ich hab's schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Richtig Dark Souls 1. Ist egal, der Typ in der Kirche oben. Mir fällt der Name jetzt wirklich nicht mehr ein. Können wir bei ihr Eide widerrufen, ohne dass wir irgendwelche Sündenpunkte dafür kriegen? Wir können uns unsere Eidübersicht anzeigen lassen, also in welchem Eid wir welchen Rang haben, was praktisch ist in diesem Spiel. Also Eide sind ein bisschen besser strukturiert als im ersten Teil. Oswald auf Karim hieß er, genau. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Und wir können natürlich mit ihr This sprechen. place is already dead. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? Also mit diesem Platz meint sie jetzt ganz Dwang Lake. Dwang Lake. Ne. Die Aussprache hapert noch ein bisschen vor dem Namen. Und ja, sie spricht was an, nämlich dass das Reich hier zerfällt, dass was Neues entstehen kann. Das war auch so meine Andeutung vorhin, als ich gesagt habe, ich werde Parallelen zu Lordwyn erwähnen, weil man einfach an vielen Stellen das Gefühl hat, dass Dwang Lake die sinnbildliche Reinkarnation von Lordwyn ist. Also nicht, dass es Lordwyn selber ist, sondern einfach, dass sozusagen ganz Lordwyn wiedergeboren wurde. Eben ganz anders. Aber das werden wir alles nach und nach sehen. Reden wir mal weiter This mit place ihr. is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Dieses Mal meinte sie, Majula ist interessant, weil sie hier einen Haufen Leute aufhalten. Gucken wir mal Are you weiter. going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Ja, sie redet auch von Yes, den... nothing like yourself.
For you have a most pleasant scent. It grows nicer with each passing day. Danke. Ja. Sie hat auch jetzt die vier Alten erwähnt, nur halt sarkastischer als die anderen beiden. Also, die spielen wirklich eine sehr wichtige Rolle. Have you made friends with the man by the sea? Jupp. He's lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Jo. Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. Jo, da hat sie uns auf was hingewiesen. This place is Und jetzt hat sie nichts mehr zu sagen. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismaying. Ja. Gut, sie hat den Victor Stone erwähnt, den wir hier hinterm Haus finden sollen. Also hier den Pfad drauf. Genau. Neben Victor Stone liegt schon mal was Interessantes, nämlich 5 Heimkehrknochen, die wir auch gleich hier reinsetzen können. Und das ist der Victor Stone. Hier könnten wir einen Ehrenstein geben, haben wir aber nicht, weil wir nicht im Eid sind. Jo. Wir könnten den Eid leisten und jetzt kommt das Lustige. Dies wird euch auf einen beschwerlichen Weg leiten. Eid leisten? Ja. Seid ihr bereit, diesen Eid zu leisten? Ja. Euren Eid widerrufen und, den der Gesellschaft der Vorkämpfer leisten? Nein. Man wird also wirklich dreimal gefragt, ob man wirklich sicher ist, dass man diesen Eid leisten will. Er macht das Spiel nämlich schwieriger. Also ich weiß nicht, ob Gegner mehr sehen droppen, aber auf jeden Fall sind sie stärker. Deswegen sollte man vorsichtig sein mit diesem Eid. Dafür hat der Eid aber eine gute Sache. Gegner respawnen nämlich dann wieder dauerhaft. Was sie in Dark Souls 2 nämlich nicht tun. Irgendwann hören sie auf zu respawnen, wenn man sie oft genug getötet hat. Außer man ist halt in diesem Eid. So, hier ist ein Secret. Was einigermaßen leicht zu finden ist eigentlich, wenn man logisch denkt. Nämlich unsere erste Estus-Flakon-Scherbe. Und dort hinten sind untote Schweinchen, die richtig ordentlich aggressiv sind. Geht weg von mir. Ich raste am Leuchtfeuer, dann hauen sie ab. Diese Schweinchen haben es nämlich ziemlich in sich. Deswegen ignoriere ich sie erst einmal. Die kann ich auch mal später euch kurz zeigen, wenn ich das nächste Mal wieder hier bin. Ja, der Sargring wird benötigt und der wird auch benötigt. Hier ist leider verschlossen. Also da können wir erstmal noch nicht rein. Wo wir noch rein können, ist hier in die Hütte. Die steht nämlich auch noch offen. Und hier sitzt auch jemand. Und wie man sehen kann, sitzt hier ein zweiter Schmied. Also das hier ist auch eine Schmiede mit Esse und allem. Der war aber wohl vor dem anderen Schmied da und hat sich hier die Schmiede für sich belegt. Ich will aber erst einmal die Truhe hier plündern, die leicht zu übersehen ist. Also die Leiter ist jedenfalls zu übersehen, wenn man sich zu sehr auf den Schmied konzentriert. Hallo. Hallo there. Welcome to my shop. I'm Merlin.
And I sell armor. Oh, sorry, I... Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. Ja, werden wir sein später. Leider haben wir nicht genügend Seelen dafür. Also ja, wie er sagt, er verkauft Rüstungssachen. Also erstmal hier die paar Schilde. Von denen wir noch kein einziges benutzen können. Na doch, benutzen schon. Übrigens, das Eisenpalmer wäre das Startschild vom Krieger gewesen. Und er verkauft Rüstungen, nämlich einmal die Kriegerrüstung. Dann unsere Rüstung, die Falknerrüstung, die wir anhaben. Von der uns der Helm fehlen würde. Und die Infanterierüstung, bei der wir hier den Helm nicht kaufen können. Wir haben aber für nichts genug Seelen, also lassen wir das erstmal. Und brauchen tun wir auch nichts im Augenblick. Ich komme aus dem Westen, von Volgen. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've... well, I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Ja, das Problem ist, einige sind schon so lange hier, dass sie vergessen haben, warum sie überhaupt hier sind. Anders als in Dark Souls 1, da ist sich ja jeder eigentlich bewusst, dass er ein Untoter ist. Oder dass er nach Lordaeron gekommen ist, um sein Schicksal zu finden. Hier wiederum nicht so sehr. Also ja, der Solden am Turm erinnert sich daran. Und auch die Smaragdbotin weiß es. Und auch Sholqua. Nur die meisten anderen Leute hier haben es mit der Zeit vergessen. Was hast du noch zu sagen? Die Gruppe nennt sich die Blue Sentinels und hat viel Macht in Volgen. Du kannst nicht mal einen Shop ohne ihre Blessung. Sie behaupten, dass sie für das größere Gut arbeiten, aber es ist absolut Hogwash. Ja. Oh, by the gods, why the hell am I here? Also ja, die Blue Sentinels sind auch außerhalb von Dwang Lake bekannt. Und er hat uns leider nichts mehr zu sagen. I do hope I see you again. Mhm. Demnächst irgendwann mal sicher. So, okay, wir wollen den Estus-Flakon noch schnell verstärken. Und dann wären wir im Majula soweit fertig. Und können uns dann hier durch diesen Weg zur Festung da hinten aufmachen. Is that a shard you found? Here, let me see it. So that I may help you. To see light. To see hope. However faint it might be. Ja, sie hat einen neuen Text, weil wir eine Scherbe haben, um dass sie uns vielleicht mal darauf hinweist. Und mit dir können wir jetzt den Flakon verstärken. Wir geben ihr die Scherbe. Und haben jetzt zwei Ladungen in unserem Flakon. So gut, wir haben Heimkehrknochen, damit könnten wir schnell zu einem Leuchtfeuer zurückreisen. Haben wir noch irgendwas, was weg kann? Ja, der Morgenstern und die Glocke brauchen wir erstmal nicht. Und Scherben, die behalte ich in meinem Inventar. Gut. Damit würde ich sagen, haben wir das Tutorial und Majula erkundet. Erst fürs Erste. Also ja, da können wir noch nicht rein. Wir können die Schmied sein Haus noch nicht öffnen. Wir können uns noch nicht mit den Schweinchen anlegen. Du siehst übel aus mit deinem großen Schwert und dem Zauberstab. Also geht unser Weg nachher dort hinten weiter. Aber jetzt werde ich erst einmal einen Cut machen und hoffe, ihr freut euch auf das neue Projekt. Was ich noch als Nachwort sagen wollte, ich habe jetzt beschlossen, doch nochmal Dark Souls 2 anzufangen, weil in
einer Woche ungefähr kommt Dark Souls 3 raus, also bekomme ich es per Post zugeschickt. Und ich dachte mir, ich fange jetzt doch mal das Let's Play für Dark Souls 2 an. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Beziehungsweise das Let's Story. Also, bis zum nächsten Mal.